Ah, Bärlauch oder nicht Bärlauch, das ist halt jetzt immer die Frage. Ist es eine Herbstzeitlose oder ein Maiglöckerl? Na, wenn du wissen willst, wie du den Bärlauch bestimmen kannst, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Bärlauchbestimmung. Schau mal her, es ist eine ganz, ganz klare Sache. Für das erste Bestimmen, für das erste Mal, für die erste Pflanze, ah, da ist der Geruch genau das Richtige. Und wenn du dann da reinbeißt und abbeißt, also der Geschmack ist einfach ganz, ganz klar. Und das hat ein Maiglöckerl nicht, das hat eine Herbstzeitlose nicht, das hat ein Christophskraut und auch ein Aronstab nicht. Also das sind so die Klassiker, mit denen man den Bärlauch verwechseln könnte. Die haben das nicht. Aber das hilft dir nur einmal. Denn jetzt, wenn ich da jetzt beiße und vielleicht ein zweites oder drittes noch esse, schmeckt alles nach Knoblauch. Und es riecht auch meine Hand nach einigen Sammeln nur mehr nach Bärlauch. Und genau das ist das Problem. Das ist nur die erste Bestimmung. Du brauchst etwas anderes. Du brauchst ein weiteres Bestimmungsmerkmal. Und abgesehen davon, dass wir das billige Eigenwerbung in unserem neuen Buch alles zusammengefasst haben, mag ich da etwas zeigen. Schau mal her. Hier, wenn du dir das Blatt des Bärlauch anschaust, dann hast du hier hinten ganz, ganz, ganz klar einen Blattstiel, nennen wir das jetzt mal so. Ja? Es ist unbotanisch, aber das ist jetzt egal. Du spürst das richtig, das ist richtig da. Und das ist beim Maiglöckerl zum Beispiel nicht der Fall. Und auch bei der Herbstzeitlose nicht der Fall. Und das ist ein ganz typisches Bestimmungsmerkmal. Okay? Wenn du dir allein das merkst, bist du schon einmal auf der sicheren Seite. Aber es gibt noch sehr viel mehr Bestimmungsmerkmale, die man natürlich in unserem Buch schön zusammengefasst haben, dass es natürlich auch bei mir im Shop gibt. Das ist ganz klar, ist alles billige Eigenwerbung. Aber wenn du mit dem schon einmal anfängst, bist du dabei. Ich mag da aber noch etwas sagen. Ne? Der Bärlauch, ja, hier hinter mir überall, kommt er jetzt raus zwischen den Schneeglöckerl. Gott sei Dank noch keine Maiglöckerl, jetzt Anfang März. Das wird sich aber relativ rasch ändern und wird auch relativ bald anders sein. Und ich habe auch ein Video gemacht, mal im Wienerwald, wo zwischen den Bärlauch ja, die Maiglöckerl gewachsen sind. Und daher mag ich dir noch etwas sagen. Ich will jetzt gar nicht auf das Bestimmungsmerkmal mit runden Stiel und mit dem Knacken und all den anderen Dingen eingehen, das findest du im Buch, ja? Was ich dir sagen mag, ist viel wichtiger. Jede Pflanze einzeln anschauen. Nicht abmähen gehen, rupfen, sondern der Pflanze den Respekt geben, den sie verdient, nämlich jede einzelne Pflanze, jedes einzelne Blatt ausreißen und nachschauen. Es gab auch mal einen Fall in Österreich bei einer großen Handelskette, dass auch Wildbärlauch gesammelt wurde, Bio-Bärlauch, wobei, wie gesagt, ich tue mir da ohnehin schwer, weil der ist Bio, das wird es nicht anders sein, aber ist egal. Und die sind im Endeffekt, haben die einfach abgerupft und da sind ihnen in die Sachen, die man im Supermarkt kaufen hat können, in den Verpackungseinheiten, auch Aronstab mit dazugekommen. Und der Aronstab, wenn du den auf die Schleimhaut kriegst, das verätzt das. Also jetzt mehr oder weniger stark. Und die mussten alles zurückrufen. Und das lag daran, weil sie nicht jedes einzelne Blatt angeschaut haben und der Pflanze nicht den Respekt gegeben haben, den sie verdient, sondern industriell abgeerntet haben. Und das ist genau das Wichtigste. Du kannst dir alle Bestimmungsmerkmale, die es gibt, merken und mitnehmen. Wir haben bei dem Buch kostenlos auch dabei einen A4-Zettel, den du dir dann ausdrucken kannst und zusammenlegen und einstecken, wo alle Bestimmungsmerkmale und Unterscheidungen zum Maiglöckerl zum Beispiel und zur Herbstzeitlose drinnen sind. Aber der wichtigste Tipp, den ich da geben kann, ist wirklich genau schauen und jedes einzelne Blatt respektvoll behandeln. Das ist die halbe Miete. Das war's jetzt. Jetzt mag ich dir um etwas bitten. Und zwar erstens, wenn du Interesse hast am Bärlauch, dann ist das ja eine gute Möglichkeit, dieses Buch hier. Du kannst auch meine Arbeit damit unterstützen, indem du dir so etwas holst. Ich gebe da unten den Link in meinen Shop. Einerseits hast du, das habe ich gemeinsam mit Manuela Keiner gemacht, wir, das dynamische Duo. Sie hat sich um die ganzen, es sind sehr viele Rezepte drinnen, ja, es sind Heilanwendungen drinnen. Wir beschreiben auch in diesem Buch, und das ist natürlich alles billige Eigenwerbung, ist ganz klar, welche Heilwirkungen dieser Bärlauch auch hat. Und natürlich ganz weit vorne die ganzen botanischen Zusammenhänge und auch wie du ihn bestimmen kannst. Ja. Wirklich Bild für Bild, und es steht überall ganz genau die Unterscheidungsmerkmale drinnen. Und es gibt noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Und das ist wieder ein, meiner Meinung nach, gutes Buch für die Feldarbeit draußen. Ja, also wenn du das willst, bestimmen, Heilwirkung und auch Nahrungszubereitung, dann bist du bei Alles über Bärlauch gut bedient. Alles über Bärlauch. Kriegst unten den Link in meinen Shop, kannst das E-Book oder als richtiges Buch bei uns im Shop kaufen. Das war's jetzt. Und jetzt frage ich dich was.
Kennst du den Bärlauch? Und was ist dein liebstes Bestimmungsmerkmal? Außer der Geruch, weil das zählt nicht. Das würde mich irrsinnig interessieren. Schreib mir unten einen Kommentar. Teil vielleicht auch das Video für alle anderen, die Bärlauch begeistert sind und sie doch ein bisschen nicht so über den Bärlauch drüber trauen. Das würde mich irrsinnig freuen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo dalassen für andere Videos. Da geht es in meinen Shop zum Buch, ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, den Reini Rossmann. Bis bald und ciao.